Das Terrorstofftier hat seinen Namen daher, dass Herr Kubicki Angst bekam, als ich es in einem Rucksack mit an den Rednerpult nahm. Und es ist ein Vogelstrauß, der dem damaligen SPD-Chef im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Herrn Dr. Stegner, verliehen wurde als Vogelstrauß-Preis für die Verschleppung wichtiger Reformen im Land. Unter anderem hatten wir Piraten einen Gesetzentwurf zur Einführung von Karenzzeiten vorgelegt, bevor Minister in die Wirtschaft wechseln dürfen aus ihrem Amt. Und der war der Koalition so unbequem, dass sie ihn jahrelang vor sich her schoben und nicht behandelt haben. Nach dieser spektakulären Verleihung des Vogel-Strauß-Preises in einer Landtagssitzung, einschließlich Ordnungsruf, ging es dann plötzlich voran und heute hat Schleswig-Holstein ein Gesetz für Karenzzeiten. Insofern vielen Dank, liebes Terrorstofftier.